Es wird immer schlimmer, jetzt liegen schon 5 Düsseldorfer flach. Schock für Trainer Friedhelm Funkel, 64. Ein böser Magen-Darm-Virus grassiert in Fortunas Mannschaftshotel am Wiesensee, wo er schon mit so vielen Mannschaften war. Foto: Frederik Scheidemann, Kapitän Oliver Fink, 36, und Raphael Wolf, 30, hüteten gestern das Bett, genau genommen die Kloschüssel. Betroffen ist auch Neuzugang Alfredo Morales, 28. Er brach die erste Trainingseinheit nach etwa 20 Minuten ab, musste sich übergeben. Am Nachmittag fehlte Enma Ioa, 20, Andy Lukoki, 20, Flo vom Platz. Abgang. Alfredo Morales bricht das Training ab, muss sich kurze Zeit später übergeben. Foto: Frederik Scheidemann. Damit nicht genug. Der Virus traf auch andere Hotelgäste, Mitarbeiter sowie 3 Teilnehmer eines DFB-Trainerlehrerlehrganges, U.A. Mit Patrick Helmes und Daniel Birovka, der parallel im Lindner Hotel im Westerwald stattfindet. Die betroffenen Düsseldorfer Spieler werden vom Rest der Mannschaft ferngehalten. Die Zimmer wurden entsprechend untereinander getauscht. Neuzugang Ümen Barkok, 20, mir wurde gesagt, dass der Fisch vom Abendessen schuld sein soll. Ich habe ihn aber auch gegessen, und mich hat es bis jetzt noch nicht getroffen. Seit 3 Tagen ist Fortuna am Wiesensee, will eigentlich noch bis Dienstag bleiben. Foto: Frederik Scheidemann. Funke ist fassungslos, sowas habe ich noch nie erlebt in meiner Karriere. Aber besser jetzt als in der Saison. Ein Abbruch des Trainingslagers ist kein Thema für ihn, noch nicht. Die Ursache für den Virus ist noch unklar. Mona Konrad, Direktionsassistentin des Hotels, auf Bildnachfrage: Wir haben dazu keine Informationen. Erbrechen, Durchfall, Fieber, Vereinsarzt Dr. Ulf Blecker, 55, hat alle Hände voll zu tun. Er kümmert sich nicht nur um seine Profis, sondern auch um die anderen Erkrankten. Blecker zu Bild: Die sind wie tot. Das ist kein einfacher Virus, das ist schon ernster. Blecker wollte ursprünglich gestern Abend zurück nach Düsseldorf, will aber nun mindestens bis in die Nacht oder sogar länger bleiben,